Mal im Disco, Freunde, wir waren letztes Mal hier, ne, ordentlich abgesteppt und eine coole Party gemacht und wir haben gesehen, das ist auf jeden Fall, sag mal, genau, Jackhornpfeile. Ne, wir hatten die Jackhornpfeile gefunden. Wir brauchen Plutonium. Das hast du nicht gerade wirklich versucht. Doch, oder? Doch, 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 wir brauchen Plutonium. Hallo? Okay, Bernd, Priegel. Jetzt brauche ich nur noch Plutonium und einen fahrbaren Untersatz. Ja, hier ist Plutonium. Wie komme ich an das Plutonium, Freunde? Leere Dose. Das funktioniert so nicht. Und das hätte ich dir auch vorher sagen können. Okay. Klebeband? Das hast du nicht gerade. Doch, ich hab's versucht. Ich hab's tatsächlich versucht. Aber eine Jackhornpfeile, hier ist ein Jackhorn. Das hat bestimmt was mit Außerirdischen zu tun, Bernd. Das könnte passieren. Solltest du einen Fachmann ranlassen. Ja. Später vielleicht, Busch. Pass mal auf, Busch. Können wir die Pfeile an Priegel geben? Hallo? Aber hier, das ist doch... Das funktioniert so. Okay, und dann machen wir das nochmal an. Wir machen nochmal Disco-Time. Yippie! Party! Ja, Party, da, genau. Schau. Pass auf, können wir das vielleicht jetzt machen? Plutoniumhörner, da sind sie. Die will ich mir nur ganz kurz angucken. Ja, Bernd, davon könnten wir wirklich gut etwas Staub für unsere Zeitmaschine gebrauchen. Okay, dann machen wir das mal. Jackhornpfeile haben wir gerade zufällig da. Und Disco lebt, liebe Leute. Busch, brauche ich dafür nicht einen CE-geprüften Strahlenschutzanzug? Ivo, Bernd, du musst nur genug Abstand halten. Ich habe zu kurze Arme für Abstand, Busch. So, ein Häufchen Plutonium habe ich. Nicht gerade beruhigend. Leider ist die Pfeile dabei schmutz. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Ja, ihr könntet euch an der Pfeile verletzen. Okay, Leute. Na, dann bereite ich dem Spuk mal ein Ende. Wir haben nun Plutonium, wir haben die Fluxkompensator und wir geben jetzt Briegel die Plutonium. Danke, Bernd. Damit hätten wir schon 1506 2259. Ach, man hätte auch sagen können, zwei Drittel, aber gut. Jetzt brauche ich nur noch einen fahrbaren Untersatz. Okay, hier sehe ich aktuell nichts Fahrbares, aber wir haben draußen ja, glaube ich, den Roller gesehen. Komme ich das wieder rein, raus? Okay, dann gehen wir mal. Wir müssen So, wo finde ich denn jetzt einen fahrbaren Untersatz? Den haben wir schon gefunden. Während wir müssen es nur irgendwie klar machen, dass wir das irgendwie nehmen dürfen, das gute Stück. Aber wir können Folgendes machen. Wir quatschen erstmal mit dem unglücklichen Langole. Oh, du unglücklicher Langole. Hey, Freund mit komischer Verkleidung. Ich hätte gerne meinen Ring zurück. Hey, Bewohner von Langolien, der eine seltsame Affinität zu Nutztieren hat. Okay, wir geben immer den Ring zurück, ne? Das ist der Guybrush Threepwood Verlobungsring von LeChuck, ne? Und Hier, lieber Langole, damit du deine Hochzeit feiern kannst. Oh, vielen Dank. Können wir uns jetzt eventuell deinen Roller ausleihen, Kollege? Nehmen wir einfach. Hey, das ist mein Motorroller. Könnte ich mir die ausleihen? Na klar. Ich brauche sie ja jetzt nicht mehr. Sobald ich erstmal verheiratet bin, darf ich sowieso nicht mehr damit fahren. Was? Schnief. Na dann, viel Glück mit deinem Jack. Und danke. Der hat den Roller einfach eingesackt. Bären, du hast... alle Achtung. Kollege, ich bin... das ist... Der hat den einfach eingesackt. Das ist irgendwie ein Roller. Der Motorroller des Langolen. Alt, aber schnell. Da frisiert. Okay. Gut, ich hoffe, wir kommen da so rein. Gott sei Dank, ich muss den ganzen Quatsch jetzt nochmal machen. Gut, dass ihr hier aufgepasst habt, während ich den fahrbaren Untersatz beschafft habe. Sonst hätte ich das niemals geschafft. Gern geschehen. Echt, Bernd? Nein. Bernd hat einen Hang zur Ironie und zum Sarkasmus. Das kommt vor, mein Lieber. Komm, wir geben jetzt Priegel mal den, ne? Wie viel tausendsten Teil, ich weiß nicht, dass wir jetzt hier den Fluxkompensator klar machen. Danke, Bernd. Dann wollen wir mal sehen. Priegel mal los.
Der erste plutoniumbetriebene, fluxkompensierte Zeitreisenroller. Oh, cool. Darf ich fahren? Nein, Chili. Du würdest sonst nur wieder an der grün leuchtenden Plutoniumbatterie zu... Grün. Darf ich dran lutschen? Ich glaube, ich fahr dann mal. Bernd muss fahren? Flux-Motorroller, Flux-Kompensator. Hat das Zeitreisen überhaupt erst möglich gemacht? Na gut, Freund, ich klicke dann da jetzt mal drauf. Ist das Ding sicher? Natürlich, Bernd. So sicher wie ein ungetesteter Prototyp, der mit spaltbarem Plutonium betrieben wird, eben sein kann. Also sehr sicher. Also nicht. Doch, doch. Ja, viel Spaß. Danke. Ah, das passiert, wenn man in einem Computerspiel in der Zeit zurückreist. Es wird pixelig und der Sound wird piepsig. Oh Mist, ich muss mich verstecken. Das ist eine richtig geile Sache. Wir sind zurückgereist in der Zeit und sind beim Pixel rausgekommen. Können wir uns hinterm Handtuch verstecken? Fluxkompensator? Warum muss er sich eigentlich verstecken? Was ist, wenn ich da nochmal draufklicke? Okay, wir müssen das ja, genau, wir müssen ja sehen. Ich muss mich verstecken. Ja, 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 pass mal auf, Handtuch. Hinter diesem Stinkhandtuch soll ich mich verstecken? Also gut. Okay, das nennst du also verstecken, lieber Spieler. Ja, ja. Oh Gott. Jetzt bin ich froh, dass das Bild so... Ich auch. Mist, ich kann nichts hören. Blöderweise war die Sprachausgabe in der Vergangenheit unverständlich. Ich meinte, ich verstehe ja auch vieles. Aber mit verstehen meinte ich jetzt was Akustisches, also was mit Hören zu tun hat. Das Coole ist jetzt, liebe Leute, wer nicht hören kann, muss fühlen, muss lesen, genau. Das ist jetzt echt Teil des Spiels. Man muss echt jetzt in die Optionen gehen und muss bei den Einstellungen die Untertitel einschalten. Das ist echt ein Novum, das habe ich hier so in, bis jetzt noch kein... Ein Geheimnis verraten? Ja, ja, Chili, ich kenne dein Geheimnis. Lieber nicht irgendeine Idee. Wir aktivieren das mal. Gibt's ja Untertitel. Okay, dann haben wir es. Eine Palette Yakjoghurt. An einen Typen namens Eisenbeißer Willi. Und wohin soll ich die Rechnung schicken? Lima Shop in der Vulkangasse 1, Polovien. Dann gehe ich mal die Yaks melken. Immer wenn mir gerade die besten Moves einfallen. Ja, sollte mir vielleicht was anziehen, sonst werden die Yaks so unruhig. Okay, wir haben also was rausgefunden. Können wir hier sonst noch was machen? Da steht noch nichts drauf. Das Coole ist natürlich, ihn verstehen wir. Ne? Also theoretisch, wenn er wirklich in der Zeit gereist wäre, müssten wir jetzt auch, könnten wir ihn nicht, jetzt will ich mal ganz kurz gucken, was passiert, kann ich die Untertitel wieder einschalten? Wir lassen die mal an, Freunde. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt... Noch nichts drauf. Da steht noch nichts drauf. Ganz kurz mal hier die Lupe. Oh Gott, was ist das? Disco-Kugel? Das hat... Eine Disco-Kugel. Kitschig. Aber irgendwie auch schön. Okay, und das andere waren, glaube ich, die Poster. Ja, Poster. Die haben wir uns ja schon alle angeguckt. Ne? Insofern, gut, würde ich sagen, ne? Coole Abstecher, ne? Geile Idee mit der Pixel-Grafik, ne? Und auch vor allen Dingen mit dem, mit den Untertiteln. Ich gehe jetzt mal hier auf Fluxkompensator, Fluxroller. Okay. Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Oh, Mist. Hat doch länger durchgehalten, als ich dachte. Als du dachtest? Als du dachtest. Erzähl, was hast du rausgefunden, Berndi? Der eigentliche Auftraggeber des Diebstahls kommt aus Polovien. Polovien? Jackfritz hat nur den Joghurt geliefert. Auf nach Polovien! Polovien? Ich will gar nicht... Bernd, trödel doch nicht immer. Könntet ihr mich das nächste Mal nicht wieder als Handgepäck aufgeben? Danke!
Hallo, ihr Klappspaten. Die Sicherheitsvorkehrungen der Service fallen heute aus. Wegen ist nicht. Denn ich bin auf einem Rockkonzert. Rock'n'Roll, Bernie. Woher weiß sie, dass ich da bin? Weil wir immer die einzigen Fluggäste sind. Dafür haben wir sogar die silberne Traveler-Card bekommen. Was kann man damit machen? Nichts. Aber mit der goldenen Traveler-Card hätten wir unendliche Freimeilen und könnten überall hin. Und wann kriegt man die goldene? Das haben sie nicht gesagt. Busch, kann es sein, dass dieser Flug nicht in Polovien landet? Stimmt, Bernie. Aber wenn wir die einzigen Flugzeugflieger sind, dann könnten wir doch den Herrn Pilot fragen. Ja, sicher. Der Service fällt aus wegen ist nicht, als eine Banane in der Mikrowelle, sehe ich gerade. Traveler Card Silber, die gucke ich mir ganz kurz an. Ich habe nur eine silberne Traveler Card. Und wie kriegt man eine goldene? Das hast du nicht gerade wirklich. Nein, habe ich nicht. Chili? Priegel. Busch, kann es sein, dass dieser Flug nicht in Polovien landet? Stimmt, Bernie. Aber wenn wir die einzigen Flugzeugflieger sind, dann könnten wir doch den Herrn Pilot fragen. Ja, sicher. Jetzt will ich mal, bevor wir den Herrn Pilot, das ist ein Smiley, den habe ich letztes Mal gar nicht gesehen, den Piloten fragen, will ich noch mal ganz kurz kommen, jetzt zumindest hier der Toilettentür. Können wir da irgendwas machen? Haben wir den Toilettenschlüssel noch? Toilettenschlüssel, Generalschlüssel. Hallo? Spieler? Was? Was habe ich gemacht? Toilettentür. Das funktioniert. Okay. Okay, ist ja schon gut, ist ja schon gut. Die Socke hätte ich gern, das ist eine Meckes-Tüte. Kissen? Alles ganz schrecklich. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir fragen mal den... hier ist auf jeden Fall eine Banane in der Mikrowelle. Eine Mikrowelle? Sie hat nur einen Schalter. Bananen auftauen. Seltsam. Das ist aber eine sehr seltsame Mikrowelle. Warum nicht? In solchen Spielen wird immer alles gedrückt. Mhm. Drück, drück. Oh, eine aufgetaute Banane. Wie toll. Wieso gibt es überhaupt eingefroren, die Banane? Und wie geht? Ich hasse Bananen. Boah, ich mag die gelegentlich mal ganz gerne. Schließfrage. Okay, Cockpit-Tür. Gibt es hier eigentlich einen Piloten? Das will ich stark hoffen, dass es den gibt. Zumindest fliegen wir und irgendwer muss das Ding ja steuern. Ich klopfe mal an. Abgeschlossen. Komisch, dass der Pilot während des Fluges keine unangemeldete Gesellschaft haben mag. Ja, komisch. Klopf doch mal an. Ja, ich hab doch geklopft. Klopf, klopf. Herr Pilot, könnten Sie vielleicht in Polovien landen? Ein Affe? Tja, deshalb sind die Preise unschlagbar. Die haben nämlich die Piloten durch rasierte Affen mit Pilotenbrille ersetzt. Aha, süß! Ja, und dumm nur, dass ich kein Äffisch spreche. Mit einem Schallwellenkonservierer, einem passenden Tonträger, dem Primatensprachcode und Permanentverbindung in Streifenform könnte ich was briegeln. The Monkeys are listening. Monkey Island. Die Affen. Das. Ich spreche leider kein Äffisch. Priegel? Ich spreche leider kein Äffisch. Mit einem Schallwellenkonservierer, einem passenden Tonträger, dem Primatensprachcode und Permanentverbindung in Streifenform könnte ich was briegeln. Permanentverbindung in Streifenform. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das hast du nicht gerade wirklich versucht. Doch, ich bin ziemlich verzweifelt, bin ich ehrlich. Moment, dann... Ah, ein Magazin. Oh, wie cool, ein Magazin. Beklebt mit Sirup. Oh. So sieht Hixi-Cola aus, wenn sie nicht mit Wasser gemischt wurde. Igitt. Sieht aus wie Altöl mit Leim. Moment. Das ist Altöl mit Leim. Aha. Kein Wunder, dass die Getränke hier gratis sind. Es gab keine Getränke. Was beschwerst du dich, Bernd? Es gab keinen Service. Das Magazin klebt am Hixi-Cola-Sirup fest. Jetzt nicht mehr. Das ist praktisch. Wir haben auch die Sirup, glaube ich, extra. Okay.
Wir haben das Extra. Das Magazin. Gucken wir mal ganz kurz rein. Ein Magazin geologischer Ausrichtung. Oh. Können wir das bitte geben? Chili? Das funktioniert so nicht. Brauner Cola-Sirup. Desillusionierend. Können wir das mit der Tür verwenden? Das hast du nicht gerade wirklich versucht. Doch, doch. Mit dir? Warum nicht? Es ist nie zu spät, um sich zu bilden. Schade, dass nur noch 3 Artikel lesbar sind. Besser als keiner. Okay. There is no place like home. Do you speak Uk? Sprachcode der Affen entschlüsselt? Wie praktisch. Dancing with Wolkenbrook. Heidnische Ritualtänze mit Zusatz, mit Zutaten. Liste. Beenden. Meine Leute, hat's gestanden. Beenden. Ich muss beenden. Ich muss klicken, was ich sehe. Und ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und das ist, wir haben auf jeden Fall den Affencode der Primaten. Da steht's drin. Und wir müssen da beim nächsten Mal irgendwie gucken, dass wir den Piloten überzeugen. Ne? Monkey Island, ne? Wir kommen. Das ist, Monkey Island verfolgt mich bis wahrscheinlich zum Schluss meiner Let's Player-Karriere. Ich weiß es auch nicht. Aber das wird noch eine gewisse Zeit dauern. Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Herzlich willkommen. Ciao, ciao. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Spielkind 45. Die Möwe habe ich übrigens noch gar nicht gesehen. Das ist ganz schrecklich.